Wo ist unsere Welle? Wo ist sie? Der Surfer macht übrigens genau das Gleiche. Er sucht nach der Welle und geht drauf. Und das können wir, ob privat oder beruflich, alle machen. Das ist ein natürlicher Vorgang. Mit allem, was wir zu tun haben, mit allen Lebenssituationen. Aufbruch, Neustart, neue Möglichkeiten finden. Finde deinen Flow. Wie macht man das? Wie erkennt man, dass eine alte Geschichte vielleicht zu Ende geht, dass sie vorbei ist, dass es nicht mehr läuft, dass es nicht mehr fließt? Dass der Input immer größer wird und der Output immer geringer. Umgekehrt soll es ja sein. Wenig Input, viel Output. Bei allen Themen, die uns betreffen, die uns beschäftigen. Ob privat oder beruflich. Bei einem Kunden habe ich ein sehr interessantes Phänomen gesehen. Sein Unternehmen war sehr erfolgreich. Es ist gelaufen, es war sehr angenehm. Das Ganze hat sich ausgedehnt. Haben sich neue Möglichkeiten ergeben. Man hat expandiert, es haben sich neue Firmen dazu entwickelt und, und. Das Ganze hat sich einfach wie im Frühling ausgedehnt, so wie die Natur das macht. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder etwas dehnt sich aus oder etwas zieht sich zusammen. Das Ganze ist permanent im Flow, im Fluss. Und diese Welle geht nach oben und geht nach unten. Und dieser Kunde hat eine spannende Zeit hinter sich. Er hat sich seit einigen Monaten gefragt, was ist los? Es läuft nicht mehr so gut. Es fließt nicht mehr so gut. Der Input wird immer größer und der Output wird immer geringer. Es wird kompliziert, es wird schwierig. Irgendwie ist es, als wie wenn es verhext wäre. Was ist denn jetzt los? Schau mal ganz genau hin, in deinem Leben, in deinen oder mit deinen Lebenssituationen. Was zieht sich da gerade zusammen und was dehnt sich aus? Wie findet man das heraus? Indem, dass man genau schaut, bei welchen Dingen verliere ich Energie? Wo fließt mir Energie ab? Wo werde ich müde dabei? Wo mag ich nicht so gerne darüber nachdenken? Bei welchen Dingen ist das? Welche Dinge werden immer komplizierter, immer anstrengender, immer mühsamer? Diese Dinge ziehen sich gerade zusammen. Und bei welchen Dingen kommt Energie? Zu welchen Dingen zieht es dich hin? An welche Dinge denkst du gerne? Bei welchen Dingen gehen dir die Augen auf? Und du bist richtig neugierig, du bist gespannt, du möchtest es machen, du möchtest es versuchen. Bei solchen Dingen dehnt es sich aus. Bleib dran, bleib dran. Und ein großer Fluss fängt immer mit einem kleinen Tropfen an. Erkenne, ob es langsam anfängt zu tropfen, ob es langsam anfängt zu fließen. Ob du vielleicht Feedback von anderen zu diesem Thema bekommst, die sagen, wow, das ist dein Thema. Bleib dran. Mach mehr von dem, was gelingt. Und dieser Kunde hat hingeschaut. Er hat diesen einen Fehler nicht gemacht, den die allermeisten machen. Die allermeisten wollen genau den gleichen Zustand, wie er früher war, wiederherstellen. Unbedingt, mit Gewalt. Sie wollen diese Neuentwicklung nicht haben. Sie wollen es nicht haben, dass sich jetzt etwas zusammenzieht. Nein, das kann nicht sein. Das war ja immer gut so. Es muss ja bleiben. Es muss ja wieder kommen. Und dieser Kunde hat hingeschaut, hat erkannt, okay, da zieht sich was zusammen. Einzelne Bereiche in seinem Unternehmen ziehen sich zusammen. Und er hat geschaut, okay, geht das jetzt immer weiter zusammen oder ist das nur eine kurzfristige Situation oder eine vorübergehende Situation? Aber es war über Monate, immer ist es weiter zusammengegangen. Und dann hat er gesagt, okay, wir brauchen neue Möglichkeiten suchen, wir adaptieren dieses Thema, wir entwickeln es neu. Wir schauen, wo ist unsere Welle, wo ist sie? Der Surfer macht übrigens genau das Gleiche. Er sucht nach der Welle und geht drauf. Und das können wir, ob privat oder beruflich, alle machen.
Das ist ein natürlicher Vorgang. Mit allem, was wir zu tun haben, mit allen Lebenssituationen, dehnt es sich aus oder zieht es sich gerade zusammen? Wenn es sich zusammenzieht, neue Möglichkeiten suchen, vielleicht adaptieren, vielleicht weiterentwickeln, vielleicht neu entwickeln, hinschauen. Zum Beispiel auch eine Freundschaft oder eine Partnerschaft, die lebt davon, dass man sie weiterentwickelt, dass man neue Dinge macht miteinander, dass man einfach die Dinge mal ganz anders macht wie früher. Neues Leben einhauchen in alles und nicht genau so, wie es immer war und genau so muss es bleiben. Du weißt, wenn etwas stillsteht, zum Beispiel in der Intensivstation, auf diesem Gerät, wo die Herzfrequenz angezeigt wird, wenn es stillsteht, das bedeutet, es ist fertig, es ist vorbei. Das Ganze muss sich bewegen, nach oben und nach unten. Das ist Leben, das ist der Puls des Lebens. Und mit allem, was uns betrifft. Und dieser eine Kunde hat neue Möglichkeiten gefunden. Er hat sein Thema weiterentwickelt, neu entwickelt. Und jetzt hat er wieder genau den Zustand. Wenig Input, viel Output. Es geht wieder leicht. Dann hat er gesagt, nein, diese Krise, diese schwierige Situation war das Beste, was mir passiert ist. Wir sind aufgebrochen in neue Möglichkeiten. Wir sind neu durchgestartet. Wir haben unseren ganz persönlichen Flow wiedergefunden. Und das ist doch genial. Ich liebe solche Dinge. Und genau das wünsche ich dir. Schau hin, spüre, wo zieht es dich hin, wo tropft es, wo fließt es, mach mehr davon. Schau ganz genau hin, spüre hin, erkenne und handle. Und bleib nicht stehen, halte nicht fest, bleib im Flow, im Fluss der Dinge. Dann liegen die Möglichkeiten vor deinen Füßen. Wir sehen uns beim nächsten Video, ich freue mich schon drauf. Bitte!